Gärten sind Freiräume des Wohnens. Doch ganz so frei ist der Gartenbesitzer oder Mieter nicht. Denn der Natur darf man nicht immer einfach ihren freien Lauf lassen. Vor allem, wenn dies den Nachbarn stören könnte. Auch bei Büschen, Bäumen oder Sträuchern hat man sich an Regeln zu halten. Doch welche sind das? Wie in der Schweiz halt typisch, es ist alles geregelt. So sind auch Abstände von Sträuchern, Bäumen, Hecken in der Schweiz geregelt. Das ist kantonal geregelt, also jeder Kanton hat eigene Abstands- und Höhevorschriften, so auch der Kanton Zürich. Für welche Bäume gelten welche Regeln? Es gibt die Waldbäume, Tannen, hohe Bäume, die relativ hoch werden. Die müssen 8 Meter von der Grenze entfernt sein. Dann gibt es größere Zierbäume, die müssen 4 Meter von der Grenze entfernt sein. Und dann gibt es kleinere Bäume, kleinere Zierbäume, Obstbäume zum Beispiel, die müssen nur 60 cm von der Grenze entfernt sein. Die haben aber noch Höhevorschriften. Also ich rede immer noch von den kleineren Zierbäumen und von den Obstbäumen. Sie dürfen maximal doppelt so hoch sein wie der Grenzabstand. Das Beispiel, wenn der Baum 1 Meter von der Grenze entfernt ist, darf er maximal 2 Meter hoch werden. Und welches Recht gilt, wenn die Natur doch mal grenzüberschreitend ist? Zweige oder Wurzeln, die über Grenzen gehen könnten, da gibt es das sogenannte Kapprecht. Also ein Eigentümer, der durch die Wurzel oder die Äste gestört sind, also die Wurzeln und Äste, die vom Nachbarbaum in die eigene Liegenschaft tragen, kann man unter bestimmten Voraussetzungen beseitigen. Bestimmte Voraussetzungen heisst, man muss zuerst einmal gestört sein durch die Wurzeln und die Äste. Also es braucht eine gewisse Schädigung. Das heisst, zum Beispiel in der Bewirtschaftung von der eigenen Liegenschaft ist man gestört. Man kann nicht mehr den Rasen mähen oder einen enormen Schattenwurf, Sonnenentzug. Das können Schädigungen sein, die ein Kapprecht begründen könnten. Wie nimmt man sein Kapprecht wahr? Dann muss ich den Nachbarn anschreiben und eine Frist ansetzen und ihm sagen, lass, die stört mich, die Äste und die Wurzeln. Ich gebe dir 60 Tage Zeit, um die Äste selber zu kappen. Macht der Nachbarn das nicht, dann kann der Gestörte, also der, der durch die Äste gestört ist, selber das Kapprecht ausüben und kann selber die Äste abschneiden. Er muss sie aber dann auch selber entsorgen und kann die Kosten, die ihm dadurch entstehen, nicht auf den Nachbarn abwälzen. Also er bleibt dann auf diesen Kosten selber sitzen. Gibt es denn auch einen juristischen Weg, den er einschlagen kann? Er kann den Friedensrichter anrufen und den Nachbarn einklagen auf Beseitigung von diesen störenden Ästen und diesen Wurzeln. Und dann haben wir das Gerichtsverfahren. Und dann sieht es natürlich für die Kosten wieder etwas anders aus. Die Partei, die in diesem Verfahren wird unterliegen, hat dann die gesamten Gerichtskosten zu zahlen, allenfalls sogar am Anwalt der Gegenpartei gewisse Prozessentschädigungen. Und jetzt im Herbst, wie sieht es mit dem Laub aus? Laub ist zu dulden, also das Laub, das von Nachbarliegenschaft in die Eigenliegenschaft übergetragen oder übergewindet wird, hat man selber zu entsorgen. Man kann also nicht den Nachbarn auffordern, dass man das Laub auf der eigenen Liegenschaft entsorgen tut. Also Laub ist zu dulden.